herzlich willkommen zum dritten U10-Benefiz-Turnier für die unheilbare Krankheit von Hippel-Lindau. Was ist Hippel-Lindau überhaupt? Hippel-Lindau ist eine bisher noch relativ unerforschte und unheilbare Krankheit in Deutschland, die diverse Tumore an verschiedenen Organen hervorruft. Unser Veranstalter Kevin Arlett ist persönlich davon betroffen und geht sehr, sehr offen mit der Krankheit um. Er möchte mit diesem Turnier dazu beitragen, der Forschung dieser seltenen Krankheit auf den Grund zu gehen. Seit 3 Jahren wird dieses Turnier auch von namhaften Bundesligisten unterstützt, wie dem FC Bayern München, FC Augsburg, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und vielen anderen. Auch ein riesengroßes Dankeschön an viele Bundesligaspieler wie Bastian Schweinsteiger, Timothy Chandler, Daniel Didavi, Marvin Plattenhardt und viele andere, die ihr Trikot dazu gesponsert haben, um dieses Turnier zu unterstützen und vor allem, um die Forschung dieser Krankheit zu unterstützen. Wäre Gladbach der Gruppensieger. Das dritte U10-Benefizturnier für die Krankheit von Hippel-Lindau. Kevin Arlett, ein langjähriger Bekannter von dir, ist davon betroffen, auch gleichzeitig Veranstalter des Turniers. Was verbindet dich mit ihm? Freundschaft und Zuverlässigkeit und Persönlichkeit. Wie wichtig ist dir persönlich dann auch dieses Turnier? Das war mir ganz wichtig, weil es ist immer schwer zu sehen. Man hat hier doch glückliche Kinder, aber es kann nicht jeder so glücklich sein. So, Feld 3 beginnt dann FSV das Waiblingen, eines der kleineren Teams, sage ich jetzt mal. Bundesligisten sind auch da dabei. Gegenüber. Ist also auch für Waiblingen was Besonderes, hier dabei zu sein. Hier geht es um den Auf jeden Fall, ja. Also, wir haben jetzt gerade gegen KSC noch verloren, das letzte Spiel. Aber dafür 0-0 gegen Bayern München, das ist ein Erlebnis für uns. Wie verläuft das Turnier bisher für Fortuna Düsseldorf? Schwierigkeiten reinzukommen. Die ersten 3 Spiele waren nicht so erfolgreich, aber danach haben sich die Jungs reingefuchst, was aber wohl auch an der späten Anreise liegt, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben. Wer ist der Favorit für dieses Turnier? Boah, vor dem Turnier hätte ich uns gesagt, jetzt während des Turniers sind sicherlich die 3 Vorderen, sind Hoffenheim, Winterthur und Bayern, die werden es unter sich machen. Wo wird Düsseldorf am Ende landen? Wenn wir gleich gegen 60 gewinnen, werden wir am Ende Vierter. Arlett, du bist der Initiator dieser Benefizveranstaltung und gleichzeitig auch von dieser seltenen, unheilbaren Krankheit betroffen. Wie wichtig ist dir dieses Turnier? Ja, mir ist das Turnier sehr wichtig, weil wir das seit 3 Jahren hier in Dornstadt organisieren. Wir hoffen immer auf viele Zuschauer, weil die werden die Spenden am Eingang 3 Euro Eintritt und der Gesamterlös wird der Forschung für Hippel-Lindau gesponsert. Kevin, verrat uns doch mal, wie geht es dir momentan? Ja, aktuell tut mich die Situation nach den 2 harten Operationen an der Bauchspeicheldrüse und an der Niere sehr beschäftigen, auch psychisch. Ich bin jeden Tag beim VfB Stuttgart in der Reha-Welt in Behandlung. Und ja, also mir wurde leider auch diese Woche wieder gesagt, dass weitere Operationen anstehen. Und diese Nachricht muss ich natürlich erstmal verarbeiten. Wer ist euer Geheimfavorit? Geheimfavorit? Achtung, gleich außer Frankfurt. Nee, also wir sind ja eh jetzt schon im Grunde raus. Wir spielen ja Platzierungsspiele, aber ich schätze mal, dass es die Bayern machen werden. Was springt am Ende aber für den FSV raus? Unter die ersten 10 wäre top, wären wir zufrieden. Auf Spielfeld 1 hatte Weiblinge noch verkürzt auf 1-2. Michael, du bist der Trainer der U10 von SF Dornstadt, gleichzeitig auch Veranstaltungsort für das dritte U10-Benefizturnier für die Krankheit von Hippel-Lindau. Wie fällt dein Fazit bisher aus? Ja, Fazit ist natürlich traumhaft. Vom Wetter her könnte es nicht besser sein. Ich denke, alles ist bereitet für ein tolles Turnier. Wir haben wieder tolle Mannschaften da. Wir freuen uns, dass wir zum dritten Mal dieses Turnier veranstalten können für die Krankheit von Hippel-Lindau. Was uns ja auch ganz wichtig ist, dass das für einen guten Zweck ist. Und ich denke, viel besser wie heute könnte es eigentlich nicht laufen.